Hallo bei Checkpot. Ich halte heute eine ganz besondere Tasse in der Hand. Das ist nämlich der goldene Checkpot und den verleihen wir heute. Ihr konntet nämlich Ende letzten Jahres bei einem Voting aus 10 Ruhrpott-Städten die Stadt mit den besten Freizeitmöglichkeiten wählen. Gewonnen hat mit ganz klarer Mehrheit Bottrop und wir versuchen diesen goldenen Checkpot jetzt mal irgendwem zu überreichen. Kommt mit! Mehr als 1000 Leute haben mitgemacht beim Voting zum goldenen Checkpot 2012. Zur Auswahl standen die 10 Städte, die wir mit Checkpot im vergangenen Jahr besucht haben. Und auf Platz 3 ist die Stadt Oberhausen gelandet, mit 109 Stimmen. Platz 2 belegt die Stadt Dortmund mit 161 Stimmen und mit großem Vorsprung auf Platz 1 Bottrop mit 471 Stimmen. Wir haben uns damals unter anderem den Moviepark und das Alpine Center angeguckt und wir waren Indoor Skydiven. Als Vertreter der Stadt Bottrop begrüßen wir heute den Herrn Pläsken, der ist Pressesprecher der Stadt. Ich bin erstmal einmal die Hand, hallo. Morgen. Freuen Sie sich denn, dass wir Ihnen heute den goldenen Checkpot verleihen? Ja, natürlich, weil eine Stadt bekommt nicht so häufig Ehrungen, Awards oder wie man die auch immer heute neudeutsch nennt. Also insofern freuen wir uns. Wir freuen uns auch, dass das in einem Bereich ist, der für uns wichtig ist. Spätestens seitdem klar ist, dass der Bergbau auch bei uns auf dem Rückzug ist, arbeiten wir in einem Projekt, das Zukunftsstandort Bottrop heißt. Und einer dieser 4 dazugehörenden Projekte sind eben die Stärkung im Bereich Freizeit. Und insofern freuen wir uns natürlich, wenn wir darüber bestätigt bekommen, dass so die bisherigen Aktivitäten, Moviepark, Alpine Center, Indoor Skydiving, offensichtlich auch über die Stadt hinaus inzwischen Bedeutung haben. Die Konkurrenz war ja bei unserem Facebook-Voting jetzt nicht gerade gering. Also es standen 10 Städte zur Auswahl und Bottrop hat mit überzeugender Mehrheit gewonnen. Können Sie sich das irgendwie erklären? Ja, auch das freut uns erstmal. Erklären ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es ist auch nicht das erste Mal. Wir sind ja seit etwas über einem Jahr die sogenannte Innovation City. Da haben wir sogar 40 andere Ruhrgebietsstädte und NRW-Städte aus dem Ring geschlagen. Also insofern denke ich, das, was wir hier tun und was wir anbieten, kommt offensichtlich gut an. Wird auch von den Bürgern, das freut uns natürlich besonders, auch sozusagen im Innenverhältnis akzeptiert und weitergetragen. Und das ist dann doch eine sehr positive Geschichte. Wir waren jetzt in unserer Folge im Moviepark und im Alpine Center. Was sind denn so Ihre Favorite Spots in Bottrop? Ja, einerseits natürlich das Tetraeder. Wenn man oben auf dem Tetraeder steht, ich glaube, eine bessere Aussicht, vielleicht noch im Gasometer in Oberhausen, kriegt man eigentlich im Ruhrgebiet nicht. Das ist natürlich ein toller Platz, wenn man Überblick über das Ruhrgebiet kriegen will. Etwa ähnlich, wenn auch nicht so lange andauernd ist, wenn man direkt oben im Freefall beim Moviepark halt hängt. Dann hat man ja auch ungefähr eine halbe Minute, sich die Gegend anzugucken. Das ist auch toll. Aber mein eigentlicher Lieblingsplatz ist woanders. Der ist im Stadtgarten. Im Stadtgarten gibt es den sogenannten Kräutergarten. Und im Kräutergarten gibt es eine Bank. Und da ist mittags immer toll die Sonne drauf und wenn ich dann so richtig Stress habe am Tag, dann gehe ich eben mal schnell vom Rathaus rüber zum Stadtgarten, setze mich da auf die Bank, schaue in die Sonne und finde das eigentlich richtig klasse. Wo fahren Sie sonst hin, wenn Sie jetzt gerade nicht in Bottrop unterwegs sind? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Da habe ich also eigentlich keine Lieblingsgebiete. Ich bin gern im Salzburger Land, das liegt aber daran auch, weil einer meiner Brüder halt da ist. Ansonsten haben wir gestern noch im Freundeskreis zusammengehockt. Wir fahren zu Pfingsten immer das Wochenende halt weg und in diesem Jahr wird es Delft sein. Wir sind aber auch schon in Brügge, in Amsterdam, in Rom, in London gewesen. Also da ist ganz unterschiedlich. Man guckt sich alles irgendwie mal an. Ja, bevor mir jetzt hier vor Kälte die Hand abfällt, verleihe ich hiermit feierlich Ihnen den goldenen Checkpot für die Stadt Bottrop. Und nicht, dass der in der Kantine bei Ihnen als Kaffeepott landet. Nein, das sicher nicht, sondern der bekommt natürlich bei uns einen Ehrenplatz. Es gibt, wie gesagt, so ein kleines Sideboard. Da sind also 2, 3 Preise drauf, weil wir als Innovation City im letzten Jahr doch einiges an Preisen haben abräumen können. Und da kriegt er auch einen Ehrenplatz. Alles klar, wir kommen das dann spätestens im nächsten Jahr mal kontrollieren. Kein Problem, gerne. Alles klar, herzlichen Dank.
Ich danke. So, einen goldenen Checkpot haben wir noch zu vergeben, und zwar an die Jungs von der Facebook-Seite We Love Bottrop. Die haben nämlich das Voting ganz schön gepusht und maßgeblich dazu beigetragen, dass Bottrop den goldenen Checkpot gewonnen hat. Die haben uns eingeladen in den Bernepark, das ist ihr Lieblingsplatz, und mit denen quatschen wir jetzt mal ein bisschen. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die Jungs von We Love Bottrop. Und meine erste Frage geht an den Sascha. Wie könnt ihr euch denn erklären, dass Bottrop so weit vorne gelandet ist? Ja, A, durch die Freizeitmöglichkeiten, die Bottrop generell rund um sich rum hat. Und auch B, durch die Bottropper, die da natürlich heftig für Gebote haben. Ja, wie gerade schon gesagt, sind wir jetzt im Bernepark. Und Sven, warum sind wir denn gerade hier und nirgendwo anders? Weil ich einfach glaube, dass der Bernepark und das Maschinenhaus einfach der Geheimtipp in Bottrop ist, ja, weil hier so eine alte Kläranlage umgebaut worden ist zum Freizeitpark und einfach das Ambiente einfach ziemlich ansprechend ist. Ne? Um das vielleicht nochmal zu verstehen, wie ist es denn überhaupt zu der Idee gekommen, die We Love Bottrop-Seite aufzumachen? Ja, die Idee selber, die kam eigentlich gar nicht von uns. Wir wurden einfach nur angesprochen, ob wir es für Bottrop machen wollen. Und dann haben wir gesagt, das tun wir. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt, wie kriegen wir es hin. Und dann haben wir angefangen, das Portal zu betreiben. Haben mittlerweile jetzt 6.500 Mitglieder, glaube ich, oder Fans. Und nur durch die besteht an sich unser Portal, nicht durch uns allein. Wie ist so der Kontakt zu den Fans, die ihr habt? Eigentlich relativ hoch, weil ohne die Fans und ohne deren Beteiligung würden wir gar nichts geschafft kriegen. Wir haben ja jetzt in Bottrop schon das Alpine Center und den Moviepark besucht. Was gäbe es denn jetzt von eurer Seite noch für Geheimtipps, die man mal besuchen sollte, wenn man Bottrop nochmal besucht? Also ganz wichtig ist der Tetraeder, ist ja auch unser Wahrzeichen. Jetzt aller nicht im Winter, weil da fräst du dir sowas von den Arsch ab. Draußen ist halt jetzt schon kalt, ich weiß nicht, für dich. Kleine Frostbeule. Das und unsere Wälder sind ganz wichtig. Ihr wart ja schon in der Grafenmühle. Da kann man von da aus kann man eigentlich tagelang durch die Wälder spazieren, ohne auch nur ein bisschen Beton zu sehen. Und das ist wirklich außergewöhnlich für eine Ruhrpottstadt, mhm, wir so viel Grün haben. Und da kann man ordentlich durch die Wildnis stapfen. Ja gut, dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei euch und ich überreiche den einfach mal repräsentativ dir den Golden Checkpot. Schönen Dank, der ist für euch. Wir haben unsere Golden Checkpötte jetzt verliehen. Für die Jungs von We Love Bottrop steht aber noch ein Voting an, und zwar das von WDR2 für eine Stadt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dafür Bottrop voten. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Wir freuen uns schon auf den nächsten Golden Checkpot und bedanken uns bei allen, die mitgevotet haben. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge Checkpot.